Die Sicherheitsabteilung der AfD im Einsatz. Was soll das? Zurück! Zurück, Polizei! Verschwinden Sie hier! Jetzt vom Spiegel, oder? Spiegel TV! Tja, Spiegel TV. Guten Abend, ich begrüße Sie zu Spiegel TV aus Hamburg. Wenn Sie uns regelmäßig schauen, dann wissen Sie, dass wir zu AfD-Rechtsaußen Björn Höcke eine, sagen wir mal, besondere Beziehung haben. Immer wieder begleiten wir ihn bei seinen Auftritten. Doch so bizarr wie das, was wir jetzt im Thüringer Wahlkampf erlebt haben, war es noch nie. Höcke hat aus der Partei ein Sammelbecken für Abgehängte gemacht, die irgendwie zwar auch recht sind, in erster Linie aber schwer gefrustet. David Walden mit absurden Szenen. Mamma Mia, AfD-Wahlkampf in Gera. Ausländeranteil in der Stadt 6%. Die Angst vor den Fremden mobilisiert trotzdem. Warum sind Sie denn hier? Ja, weil mich das interessiert und weil das die einzige Partei ist, die was tut. Vor allen Dingen gegen die Ausländer. Wir wollen die nicht hier. Die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ein AfD-Kernthema ist der Kampf für die angeblich verlorene Meinungsfreiheit. Selbst in den sozialen Medien kann man nicht mehr so einfach hetzen. Es reicht, wenn Sie bei Facebook sagen, zum Beispiel nur die Affen. Da hat sie gesperrt, 30 Jahre Mindestlohn. Das reicht aus. Wen meinen Sie denn mit Affen? Da sagen wir jetzt mal die Afrikaner oder zum Beispiel. Das ist ja Rassismus, sowas zu sagen. Ja, das mag sein. Früher hatten wir auch Mohrenköpfe. Und? Wir essen heute noch die Mohrenköpfe. Warum lassen Sie es nicht einfach, Leute als Affen zu bezeichnen? Wäre ja auch eine Option. Ich lasse es ja, es gibt ja die Smileys. Sie benutzen dann das Affen-Smiley? Ja. Es gibt immer eine Alternative. Der Protest von links gegen diese alternative Geisteshaltung ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Bernd Höcke ist ein Faschist, das geht so. Bernd Höcke, verpiss dich, wir haben dich satt. Hast du nicht genug Vektor an Stalingrad, du kommst nicht durch. No, no, pass it on. Dann kommt der Spitzenkandidat, noch gut gelaunt. Schönen guten Tag, Herr Höcke. Schönen guten Tag. Spiegel TV. Oh je. Warum haben Sie denn so große Angst vor Journalisten in diesen Tagen? Ich habe gar keine Angst. Aber Sie geben ja keine Interviews mehr. Genau, weil das keinen Sinn macht, meine Herren. Passen Sie auf, dass Sie nicht hinfallen. Hier sind Risse im Beton. Denn dieses Land Thüringen, dieses Land Deutschland wird von vaterlandslosen Gesellen regiert, liebe Freunde. Bei Höcke geht's gerne auch um entartet und Volksverderber. Aber genau, dass der Höcke Nazisprache benutzt, finden Sie das gut? Ja, was ist Nazisprache? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, halt mal kurz bitte. Kindern betrügt mich besonders, wenn die Tatsache, dass in unserem Land immer weniger Kinder geboren werden, von Altparteienpolitikern in den Wegen, das ist völlig normal. Der Leitspruch der Nazis, das wusste ich aber nicht. Weil bei mir ist in dem Spruch das drin, was mich betrifft, meine Ehre heißt Treue, meine. Und nicht Nazi oder irgendwas, das ist Quatsch. Dann die Flucht des Kandidaten vor den Fragen unseres Teams. Gut bewacht von der Abteilung Sicherheit. Gehen Sie zurück, zurück, Polizei. Verschwinden Sie hier. Verschwindet. Verschwindet. Höcke und seine willigen Helfer werden uns am nächsten Tag erneut begegnen. Es wird ruppig und auch ein bisschen eklig. Doch dazu später mehr. Die Stärke der AfD ist auch die Schwäche der etablierten Parteien. Christopher Harsch ist Direktkandidat der SPD in Sömmerda. Bei der Europawahl stimmten hier nur 9% der Bürger für die Sozis. Auch die Prognose für den 27. Oktober fällt eher düster aus. Wir haben starke Erfolge hier der AfD im Wahlkreis. Es gibt momentan eine Hochrechnung, die sogar der AfD das Direktmandat zusagt. Wir haben bei den letzten Wahlen, auch bei den Europa- und Kommunalwahlen gesehen, dass die AfD gerade in kleineren Orten sehr stark ist, teilweise die absolute Mehrheit geholt hat. Und das macht mir große Sorgen. Trotz allem macht Harsch weiter und stellt sich den wütenden Bürgern. Heute baut er seinen Stand am Böblinger Platz in Sömmerda auf. Ein sozialer Brennpunkt und so gar keine Hochburg der Sozialdemokratie. Es kommt, was kommen muss. Schönen guten Tag, darf ich Ihnen eine Information zur Landtagswahl mitgeben?
Guten Tag, darf ich was zur Landtagswahl mitgeben? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Entschuldigung, darf ich was an der SPD mitgeben? Ja, eins können Sie behalten. Gut, schönen Tag Ihnen. Sie sind alle nicht besser, ich bin alle nur schuld. Sind Sie kein großer Fan der SPD? Nein. Ich bin hier aufgewachsen und würde gerne was verändern. Ja, das hören wir jedes Mal kurz vor der Wahl, ja, und dann stehen wir da. Was ist in den letzten 20 Jahren mit den Renten gemacht worden? Oder zum Beispiel Anpassung der Löhne. Ist bis heute noch 20, 30 Jahre nicht passiert. Ist traurig, oder? Ja, und die Bund stellen sich jetzt hin mit ihren Löhnen und wollen am Ende das Problem wieder anfassen. Nee, danke. In Sömmerdar hat ein Mob übrigens vor 3 Jahren Asylbewerber durch die Stadt gehetzt. Warum sind wir überhaupt so dafür, dass wir die vom Meer auffangen, die ja das Risiko sowieso eingehen, dass sie vielleicht nie in Deutschland ankommen? Aber wir fördern die. Dann machen sie hier Stunk noch und nöcher. Hatten wir früher solche Probleme? Sie fühlen sich halt hier auch abgehängt. Und dann gibt es natürlich auch diese Gerüchteküche, die Flüchtlinge bekommen ja alles. Und wir bekommen nichts, wir kriegen ja nur Hartz IV. Und die kriegen eine neue Wohnung, die kriegen ein Haus gebaut etc. Solche Gerüchte gehen hier ja rum. Und die Leute sind leider dafür auch ein bisschen empfänglich. Gerüchte, die die AfD im Kampf um Stimmen nur zu gerne befeuert. Das nächste Familienfest der angeblichen Alternative heute in Camburg. Gefeiert wird auf einem öffentlichen Grundstück. Doch uns wird der Zutritt verwehrt. Mit Verweis auf eine imaginäre Linie. Wo ist die Linie? Auf dem Parkplatz hier? Wir können ja für Sie noch eine Linie machen. Es gibt ja keine Linie, weil es öffentlicher Grund ist. Der Versammlungsleiter will, dass Spiegel TV draußen bleibt. Grund sind die Dreharbeiten vom Vortag. Die Polizei soll helfen. Es wird erstmal gemeldet zur Einsatzleitung und wir kriegen gleich Bescheid. Was? Okay. Geht nicht. Das heißt, okay. Es geht jetzt erstmal hoch zur Einsatzleitung. Ah ja, was haben wir denn konkret gestern gemacht? Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja doch, zum einen haben wir von Security, dass man wirklich sagt, gegangen, dass sie sehr versucht haben, sehr dicht an Herrn Oecker ranzukommen und auch dann versucht haben, gegen Handgreife zu werden, gegen Security sogar. So wurde es mir berichtet. Das versucht irgendwie zur Seite zu drücken. Und das andere ist auch, dass sie wirklich versuchen, eigentlich in dem Sinne immer wirklich sehr ins Gesicht zu filmen, in dem Sinne, um bestimmte einzelne Leute rauszupicken. Dann erklärt der Polizeiführer dem AfD-Versammlungsleiter die Rechtslage. Ergebnis? Noch gilt in Thüringen das Grundgesetz. Und damit auch die Pressefreiheit. Wie auch allen den Opfern dieses feigen Anschlags, ihren Angehörigen und denjenigen, denen dieser Anschlag. Sehen Sie das jetzt nicht so richtig ein? Und angesichts. Das ist die Gesetzlage, dürft drauf, also dürft drauf. Dann. Und angesichts dieser abscheulichen Tat. Ich bin nur nicht, die Leute, die sie auf den Sack zu gehen. Rhetorik, die erahnen lässt, dass es demnächst anders gehen soll in Deutschland. Wobei viele noch dem Gestern nachtrauern. Ich habe die Hälfte meines Lebens. Unser großes Ziel und vor allen Dingen auch mein Ziel. Den Rest muss ich leider hier verbringen. Das ist die erste Generation, wo du es immer wieder hörst. Gott sei Dank habe ich nicht mehr so lange. Ich möchte nicht immer geboren werden. Vor 30 oder 40 Jahren haben die Leute gesagt, ach, ich möchte noch mal jung sein und das und das. Aber der Optimismus ist da völlig weg. Ich bin unter Hitler geboren und 3 Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt kriegt man eine grüne Idiotendiktatur oder was? Auftritt Björn Höcke, der die Demokratie dieses Landes als Ochlokratie bezeichnet, als Herrschaft des Pöbels. Kein Witz. Was wird das? Was soll das? Was soll das? Alles gut. Keine Presse, habt ihr das gehört? Hey! Ihr seid vom Spiegel, oder? Spiegel TV. Tja, Spiegel TV. Wenn ich das Gefühl hätte, liebe Journalisten, dass Sie mit mir reden wollten, um etwas zu erfahren und nicht mit mir reden wollen, um zu zerstören, dann würde ich gerne mit Ihnen reden. Ansonsten sind Sie trotzdem herzlich willkommen und wir freuen uns trotzdem darüber, dass wir hoffentlich eine umfangreiche und möglichst objektive Berichterstattung kriegen. Sagen wir es mal so, Herr Flügelführer. An uns hat es nicht gelegen. Es folgt das eher kurze Bad in der eher kleinen Menge. Wäre super, wenn Sie sich nicht genau vor uns stellen würden. Warum stellen Sie sich jetzt vor uns? Ich stehe einfach nur, weil ich hier stehen möchte. Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt nach links. Vielleicht muss ich jetzt da stehen. Dieser Sicherheitsmann verspürt einen anderen Drang, dem er auch gleich nachgeben wird. Um alle Zweifel auszuräumen, ja, der Mann leckt tatsächlich über unsere Kameralinse. Sie haben eben die Kamera abgeleckt, ne? Nee? Erst geleckt, dann gelogen. Typisch AfD.
Derzeit liegt die Partei in Thüringen laut Umfragen bei über 20%.